Recht herzlich willkommen zur 42. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind hier unterwegs, haben wir noch letztes Mal, glaube ich, die Truppen rübergeschippt. Ja, genau, dann lass uns die Pause rausnehmen. In England neue Wahlen bestimmt, Burgund war das oder wer? Okay, da ist Dingens drin, wie heißt es? Jetzt kommen hier immer mehr Leute rüber, oder wie sehe ich das? Wird von Frankreich besetzt, okay. Da ist eine neue Truppe, die schicken wir darüber. Ne, weißt du was, die schicken wir nicht darüber, sondern darüber, die sollen das mal befreien. Okay, da wird immer mehr von Frankreich besetzt. Nochmal gucken, ob wir noch hier, ja, können wir noch eine machen, machen wir dann auch. Und hier vielleicht auch noch eine, wenn es geht, jo. Okay, haben wir da oben noch was? Nee. Was ist denn das hier für ein Schiff? Ein einzelnes. Dann fahr da mal rüber. Läuft, ne? Agent wurde entdeckt. Wir haben einen Darlehenwert von aufgenommen, verlängert. Okay. Kriegsgrund Hamburg oder wer das auch immer war. Oder die Hanse. Wir haben einen Krieg aufgenommen. Gegen Hamburg den Kriegsgrund, okay. Das dahin. Das dahin. Und das machen wir schon mal dahin. Und die müssen wir gleich ändern. Da sind jetzt 10 Leute. Und wir kriegen jetzt leider keine Truppen mehr zusammen, weil uns Mannstärke fehlt. Die sind uns bestimmt auch nicht wohlgesonnen. 506 sind das jetzt. 19 Schiffe von den Franzosen sind schon da unten. Okay. Von England besetzt. Ja, dann gehen wir mal hier runter. Da kam noch ein Dingens rein. Dukaten erhalten oder 10 Prestige. Nehme ich das Prestige. Das lehnen wir natürlich ab. Die können wir ein. Und da gibt noch eine Truppe. Okay, dann sind wir da mit 7 unterwegs. Aber insgesamt noch zu wenig, um die zu schlagen, ne? Gut. Dann fahr da mal in den Hafen rein. Und dann machen wir die, legen wir die zusammen. 6 Schiffe sind das dann und eine Kogge. Super, ne? Da kommen die Franzosen wieder mit einer Antwort. 462 wurde jetzt auch weniger. Armeen im Exil, okay. Kriegen wir denn noch eine Schiffseinheit hier irgendwie? Ne, das sind Söldner, das war jetzt Blödsinn. Belagerung, okay. Zurück, da sind wir. Noch eine Kogge, machen wir noch 2. Da kam das nochmal rein mit 440, okay. 920 Soldaten sind das. Eine Debatte fangen wir erstmal an. Stabilität würde was bringen, okay. Regeneration, Rekruten ist sehr wichtig. Technologie minus 5 wäre auch nicht verkehrt, wenn er 10 sollte, nee. Und für die nächsten 10 Jahre legitimieren. Ich glaube, wir nehmen gleich schon das erste, ne? Ist schon bei 56%. Legitimität würden wir da verlieren. Papsteinfluss, da sage ich sofort ja. 12 militärische Macht geht auch. Und das ist hier noch. Na, das wäre jetzt nicht so doll. Und auch nicht so doll, ich glaube. Na doch, wir machen das da und fertig. Schließen wir das. Okay. Stabilität ist gestiegen. Hier könnte man was machen, machen wir aber nicht, weil das nichts bringt. So, wir haben hier schon Rebellen irgendwo wieder unterwegs. Unterdrücken wir erstmal. Okay, dann sind die bei da. Die auch unterdrücken.
Und dann sollte das erstmal reichen. Da können wir noch zweimal. Dann sind wir da auch ein bisschen besser aufgestellt. So, die sind da, die Franzmänner. Stellt die Provinz unter Quarantäne. Ja, kann ich auch nicht ändern. Handelsgüter, Steuernahmen. Nehmen wir das zweite. Und dann gehen wir hier zurück und dann wieder Soldaten. Machen wir so. Kambria wird von Frankreich besetzt, okay. Noch einer. Dann machen sie wieder eine Burg da kaputt. Ein Tower. Okay, dann sind das 10, ne? Die nächste machen wir auch wieder. Das können wir schon mal ein. Kernprovinz erhalten, okay. Darlehensangebot akzeptieren wir. Die Leute im Exil, haben wir hier schon die Schiffe fertig? Nein, das dauert noch. So, das haben wir dann auch verloren. Da können wir wieder vereinen. Können wir in Ulster noch eine Truppe machen? Ja. Und wir müssen dann gucken, dass wir da rüberkommen, ne? Sind die abgezogen? Kann das sein? Okay. Okay, stopp, da ist noch ein Dingens. Na, ist schon leider weg. Ich sehe hier nur 3 Einheiten, ne? Das bedeutet für mich, wir gehen da rüber. Da geht jetzt gerade nichts. Von Frankreich Besitz. Okay. Theologe. Haben die gerade Krach im eigenen Land oder so? Kann das sein? Darlehen verlängert, aber wir sind kurz vorm Bankrott. Super, oder? Okay, da kommt eine Flotte rein dann. Und ablehnen. Da kommt jetzt hier noch eine Einheit. Und dann fahren die darüber, okay. Kommt man da nicht lang. Okay. Ist die Frage, ob die 8 Einheiten das schaffen, ne? Das sind jetzt 2. Komm, dann zieh die mal gerade darüber, in der Hoffnung, dass es noch klappt. Ach, hier unten sind sie angelandet. Okay. Das sind aber nicht viele, ne? Ja, die laufen weg. Kriege ich da nur eine Einheit erstellt? Ja, dann müssen wir verweigern. Darlehen verlängert. Anspruch verloren. Kriegsgrund. Da haben wir nicht so viele Leute. 264, okay. So, jetzt kommen die rüber und dann war's das, oder wie sehe ich das? Ja, die werden uns jetzt angreifen. Stabilität gefallen. Wir sind bankrott. Das war's also.
oder? Nicht wirklich, aber jetzt hier sind wir geschlagen auch noch. Genau, erledigt. Was denn jetzt mit dem Bankrott passiert dann? Verstehe ich nicht. Ja. Bringen wir die Flotte da hin. So, das war's dann, ne? Tja. Oh, da waren wohl noch Einheiten. Sind die da hingeflohen? Weiß ich nicht. Ach, die fliehen auch noch da. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, die wären alle aufgerieben gewesen. Das können wir so machen. Nochmal Stabilitätseinbruch. Unser alter Monarch hat sich leider... Okay, dann heißt es, dass wir jetzt auch nicht mehr was sagen dürfen. Ablehnen. Was haben wir hier? Ja, da sind wir dann auch noch schlecht aufgestellt. Das war's dann, ne? Stabilität können wir nicht erhöhen. Da haben wir auch verloren. Truppen sind durch, ne? Das wird von Frankreich besetzt. Komm, bring die mal hier rüber. Oh, da sind auch schon Rebellen oder ne, Dingens. Entschuldigung. 506. Besetzt, besetzt. Ja, und dann war es das im Endeffekt, ne? Das ist nichts Besonderes mehr, das, was hier passiert, ne? Sag ich mal. Das wird jetzt alles eingenommen. Marinetradition steigt, super. 506. Wo ist denn das jetzt? Ach so, da oben sind das die. Die sind schon übergesetzt. Naja. Was sind das denn für Bedingungen hier? Tja, ist ja schon fast so, als ob wir sagen, gut, das müssen wir annehmen, oder was? Dann hätten wir Frieden mit Frankreich. Wir verlieren noch Prestige, aber ist halt so, ne? Gut. Wohl auf. So, jetzt haben wir unser Land wieder befreit in dem Sinne. Das ist nicht mehr unsers. Das ist noch unsers. Da sind Rebellen, das müssten wir befreien. Da ist eine Truppe sogar noch. Wow. Wir müssen nur gucken, dass wir das irgendwie wieder hinkriegen würden. Das bedeutet, die Einheit verschiffen wir jetzt mal nicht dahin, sondern dahin. Und diese Einheit im Endeffekt kommt dann da auch noch hin. Wir können aber gucken, geht? Ne, geht nicht. Wir können da nichts erreichen gerade. Jetzt müssten wir gucken, mit wem wir irgendwie irgendwas hinkriegen. Mit Bündnis sozusagen. Dann wenn wir irgendwo mal... Tja.
Ohne Katastrophe. Kann ich nichts ändern hier? Nein. Wir haben keine Kriegsmüdigkeit, das ist doch schon mal was, ne? Ja. Geld sieht mau. Noch nee, sieht gut aus. Das ist nur noch nicht angezeigt, ne? Ja, dann bedeutet das jetzt, wir müssen in der nächsten Folge definitiv zusehen, dass wir irgendwo einen Partner finden. Beziehungen verbessern. Bestätigen. Und was ist mit denen? Nein, das lohnt nicht. Warte mal, was war denn mit Aragorn und Beziehungen? Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Doch, 47 ist gut. Was hiermit? 40, nee, 10 Miese. Österreich. Beziehung verbessern. Bestätigen. Und dann machen wir das auch noch. Geht aber nicht mehr. Ja. Gut. Dann müssen wir weiter gucken, wie wir das hinkriegen. Und dann wäre es natürlich top, wenn wir irgendwo nochmal ein Bündnis hinkriegen, damit wir ein bisschen Schutz mehr haben. Aber wahrscheinlich wird eher ein Krieg wieder stattfinden gegen Frankreich, wie dass wir da unten was hinschaffen, ne? Naja, unsere Insel haben wir immer noch, ne? Aber zu was für ein Preis. Gut, okay. Dann würde ich aber erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.